Hallo Welt, ja, da sind wir wieder. Hier immer noch in der Burg, immer noch am Bauen. Und ich habe mich nochmal vertan bei der Aufnahme. Ja, Shadowplay läuft halt wieder mit im Hintergrund. Aber das ist nicht so schlimm. Fraps macht seine Arbeit wunderbar. Das funktioniert jetzt richtig gut. Überlegen wollte ich mir, wie wir das hier machen. Das ist mir irgendwie zu klein. Wie viele haben wir denn hier? 3. 1, 2, 3 Platten weit. Das andere gefällt mir besser, zumal wir das dann auch gleich als Bettenhaus benutzen könnten. Das ganze Problem dabei ist, dass wir das hinten nicht anständig zubekommen. Aber vielleicht, und das weiß ich nämlich jetzt nicht, vielleicht gibt es ja doch etwas, um das zuzubekommen, richtig, ordentlich. Nämlich hier so Fertighäuser, da sind doch auch vielleicht noch... Ah, da haben wir doch was, Teile dabei. Ah, leider ist es auch offen. Wie soll man das denn hinten zubekommen? Aber da könnte man so ein bisschen variieren. Wie, haben wir denn echt kein Teil, um das ordentlich zuzukriegen? Na, bei den Vanilla-Teilen, da war das alles ziemlich windig gebaut. Also wenn man da hier mit solchen Teilen gebaut hat, dann hatte man immer irgendwo welche Lücken. Nö, wie es aussieht, kriegen wir das nicht vernünftig zu. Wenn jemand eine Idee hat, dann nicht, dass wir schon alles ausprobiert hätten, aber ihr könnt ruhig sagen, da gibt es doch noch Teile, mit denen man das richtig zubekommt, ohne Lücken zu haben. Aber diese Teile, wie gesagt, die bringen dann hinten keine Freude, so wirklich. Dem Baufreund keine Freude bringt das. Was wir hier eventuell machen könnten, wir könnten diese Teile nehmen, dann hätten wir das oben zu, aber dann haben wir diese unschönen Pfosten da drin. Da wird es dann auch wieder ein bisschen schwierig, Betten aufzubauen. Ich möchte ganz gerne noch etwas anderes ausprobieren, dafür setzen wir hier vorne mal die Platte wieder ein. Und nehmen dafür mal hier diese Teile raus. Als ich nämlich gerade gesehen habe, bei den fertigen Metallstrukturen hier, dass wir da so etwas Großes haben, so etwas hier, vielleicht passt das ja ganz gut dazwischen. Was soll das denn? Vielleicht sind diese Teile hier falsch. Und man soll dafür diese Teile hier nehmen. Die? Aha. Ich glaube ja. Trotzdem hätte ich das ganz... Also wir reißen das gleich wieder ab, weil ich hätte das trotzdem ganz gerne noch andersrum gebaut. Mit andersrum meine ich an dieser Stelle das hier, was wir jetzt hier so experimentiert haben, bauen wir dort rein. Und das hier lassen wir so schön rund. Ich weiß noch nicht, so klein rund oder groß rund. Das ist ja schon ziemlich groß. Der Glasgang ist jetzt nicht so ganz groß. Ich denke, wir... Ich denke, wir bauen das da. Das hier kann kleiner sein. Ich meine, wir nehmen das alles raus und bauen das einfach kleiner auf. Also wir nehmen die mittlere Platte hier raus. Ach so, und das Ding hier ist auch falsch. Was ist denn hier? Hier stimmt doch was nicht auf dem Boden. Das Ding hier ist falsch rum. Okay. Lange E gedrückt halten war jetzt keine gute Idee an der Stelle, aber man kann das ja abbrechen. Ich wundere mich gerade, dass es so ruckelt. Und ja, ich habe aus Versehen am Anfang der Folge ja Shadowplay mit eingeschaltet. Das heißt, jetzt wird gerade mit 2 Aufnahmeprogrammen aufgenommen. Naja, wenn Shadowplay funktionieren würde, dann würde ich das bevorzugen, denn...
Die Dateien mit Fraps werden dementsprechend auch riesengroß. Dementsprechend wird es dann noch ein bisschen dauern, die dann zu rendern für YouTube. Aber kommen wir mal zurück hier wieder. Wir wollten das hier etwas drehen, meine ich. Das war doch unser Begehren. Dieses dann auch. So. Und das auch. So. Ja, und jetzt glaube ich, wir können hiermit sogar noch ein bisschen tricksen und das Ding sogar mittig hier anbringen, damit es hübscher aussieht. Vielleicht. Wir versuchen das einfach mal. Wir nehmen das hier raus, verwerten das sofort. Ja, ist egal. Werden wir wahrscheinlich sowieso öfter brauchen, noch den Boden hier. Na? Kann ich denn Fraps nicht mal ausschalten, ohne dass, ich meine Shadowplay, ohne dass Fraps ausgeht? Nee, kann ich nicht, weil meine Aufnahmetaste bei Fraps auf F10 ist und auf Shadowplay eben auf Alt F10. Das heißt, würde ich jetzt irgendwas drücken hier, dann würden beide den Dienst einstellen. Aber das ruckelt hier ganz schön im Spiel jetzt dadurch. Tricksen wollten wir hier, egal, vielleicht klappt es ja doch noch. Müssen wir in dieser Folge einmal damit leben. Das ist nochmal die Macht der Angewohnheit. Und tricksen können wir vielleicht hiermit, indem wir jetzt hier zwei halbe einsetzen. Optisch sieht es aus wie vorher. So. Aber rein mechanisch ist es dann für das Baumenü so, als hätten wir da einen Abschluss und hier einen Abschluss. Ich zeige das mal, vielleicht klappt es ja. So, dann können wir das nämlich genau so schräg hier anbauen. Mittig natürlich auch. Oder so versetzt, um eine Breite hier versetzt eben. Und vielleicht können wir dann mit unserer Rundung das ganz ähnlich machen. So, ja, ganz genau. Ganz genau, genau, genau. Das ist gediegen, oder? Diesmal läuft Shadowplay ohne den Dienst einzustellen. Okay, wenn es sich hier jetzt etwas ziert gerade, das geht. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wenn es sich hier ziert, dann habe ich aber gesehen, dass wir das hier reinbekommen. Und wenn einmal so ein Teil steht, bekommen wir auch die anderen dran. Dann haben wir das hier, meine ich, doch einigermaßen mittig gesetzt. Ja, vorbei ist mit so unserem Traum vom metallernen Bettenhaus. Auch hier vielleicht ganz interessant, man kann jetzt E gedrückt halten, meine ich, und runterscrollen mit dem Mausrad und dann kommt das Ding nach unten, oder? War das nicht so mal irgendwo? Jetzt haben wir es nach oben geschickt. Aber doch, da kommt es runter, genau. Da kann man E gedrückt halten und es dann nach unten scrollen. Was hat das gedauert, bis ich da erstmal auf diese ganzen Feinheiten gekommen bin? Ja, wie gesagt, das Baumenü hier in Fallout 4 ist ein reines Puzzlespiel. Wahrscheinlich deswegen macht es mir auch so viel Spaß. Ich liebe diese Puzzlespiele. So, wo man da so ein bisschen tüfteln und so ein bisschen nachdenken darf. Das finde ich klasse. Hier wäre es super, wenn uns Bethesda da noch ein Teil mitgegeben hätte, dass wir das hier ordentlich abschließen können. Dass das da so reinpassen würde. Mit Modifikationen kann ich mir denken, wird es das alles geben, glaube ich doch. Das wird ja das Lustige, das wird dann wahrscheinlich alles nochmal so spannend. Wenn wir erstmal mit Mods anfangen, wenn die Story durch ist, da denkt man irgendwie, oh, das war's dann jetzt, Serie vorbei, hoffe ich mal, dass man das denkt. Und hoffe ich weiter, dass wir dann mit Modifikationen nochmal richtig in Anführungsstrichen Gas geben. So wünsche ich mir das auf jeden Fall. So ist mein Plan schon seit geraumer Zeit. Ja, so können wir das also lassen. Dann hatten wir die Idee, dass wir hier noch ein, zwei Teile von diesen hier rausnehmen und da dann das große Teil einbauen. Passt das denn? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es passt. Dann haben wir in der Mitte, nein, wir bauen das lieber hier so hin. Sonst hätten wir in der Mitte oben nachher ein Luftloch. Das darf aber ruhig sein hier, finde ich. Macht das Ganze dann ein wenig uriger. Passt ein bisschen besser in die Welt von Fallout. Und wir brauchen hier die Fertighäuser. Ja, so gerne würde ich hier mit diesen Teilen auch mal was bauen. Aber
wenn da immer diese Lücken entstehen, dann gefällt mir das alles nicht. Und anfangs, als wir noch keine DLCs hatten, mit denen das möglich gewesen wäre, da hatten wir einfach zu wenig Baumaterial. Da haben wir auch nie dran gedacht, dass wir irgendwann mal genug Stahl hätten, um hiermit irgendwelche Experimente machen zu können. Oh, das will jetzt aber nicht ganz hier rein, oder? Doch. Schräg. Ja, schon gut. Wir machen es dem Baummenü mal etwas leichter. Wir nehmen die Teile auch mal raus. Kurz. Und dann sollten wir das aber hier eingebaut bekommen, oder? Hey, geht nicht? Doch, muss doch gehen. Das geht. Komm schon. Ich weiß, dass du es willst. Da unten wäre auch gut. Warum geht nicht? Da geht doch. Wunderbar. Ja, und drüben bauen wir dann wieder die anderen ein. Ich weiß, es ergibt erstmal so gar keinen Unterschied, außer dass wir oben nicht richtig abschließen können. Später. Aber das machen wir aber auch sofort. Wir machen die Gänge machen wir jetzt sofort mal fertig. Dann brauchen wir da nicht tausendmal nochmal ran nachher, dann haben wir das schon mal. Und wenn wir was ändern wollen, können wir das ja immer wieder machen. Ja, wir machen die Wände fertig. Mein Gedanke ging dann nämlich dahin, dass ich erst überlegt habe, naja, die Dächer können wir ja nachher alle drauf machen, wenn wir mit dem ganzen Bau fertig sind. Aber nein, warum sollen wir damit warten, wenn wir die Dächer jetzt auch drauf machen können? Wir können natürlich mal eines ausprobieren. Somit hätten wir oben wahrscheinlich keine Lücke. Halt, Moment mal. Ein Wetterwechselgeschoss. Jetzt steht auch gerade keiner da. Opfern wir nochmal. Na also. Immer wieder beeindruckend. Was wollte ich sagen? Ja, wir machen die Dächer drauf und da kam ich auf die Idee, vielleicht können wir das oben doch einigermaßen abschließen lassen. Nämlich abschließen lassen kam ich auf die Idee. Können wir das vielleicht, wenn wir diese Teile hier verwenden? Ich hoffe, ich denke daran nachher, das rauszuschneiden. Das passiert aber auch nur bei Fallout 4. Naja, und Far Cry läuft auch nicht so gut. Nee, können wir hier oben nicht draufsetzen. Far Cry läuft auch nicht so gut, so aufnahmetechnisch. Da ist bei mir auch einiges schief gegangen. Und Fallout 76. Seltsamerweise bei anderen Titeln habe ich das entweder komplett, dass das überhaupt nicht mit der Aufnahme läuft, von Anfang an nicht, oder es läuft. Ich weiß gar nicht, wieso das hier, vor allem bei Fallout 4, das sind echt riesen Geschichten, dass das immer auf dem Desktop landet und toi toi toi, heute läuft es eigentlich ganz stabil. Da treten andere Probleme heute auf, eben mit dem Aufnahmeprogramm und so. Naja, okay, liebe Welt da draußen, das soll euch jetzt nicht so belasten, aber ich erkläre es nur, falls ihr euch wundert, warum das hier so komisch zusammengeschnitten ist bei mir. Ich hoffe, ich denke auch nachher dran, diese Folge auch zusammenzuschneiden. Kann sein, dass ich es vergesse, weil ich jetzt doch hier mitten in der Aufnahmesitzung bin. Nein, das passt alles nicht oben drauf. Schade. Wie wäre es denn hiermit? Passt das hier oben drauf? Nein, das nicht. Das auch nicht. Wir können das nicht abschließen oben. Ich hoffe, dass bei den Vanilla-Teilen, dass da ein bisschen was dabei ist. Also bei mir ruckelt es gerade extrem stark. Das muss daran liegen, dass Shadowplay jetzt mitläuft. Mama mia. Also hätte ich die Probleme am Anfang gehabt, ich glaube nicht, dass ich das dann durchgezogen hätte. Dann hätte ich es wahrscheinlich auch schon am Anfang irgendwann aufgegeben, weil ich gesagt hätte, na gut, Rechner funktioniert nicht. Aber andererseits bin ich so einer ja auch wiederum nicht. Ich sage dann ja, nun, das ist eine Herausforderung. Klar, das probieren wir aus jetzt, bis es läuft. Und seht euch das an. Was habe ich gesagt? Wir haben da oben ein Luftloch von wegen. Da haben wir doch Dächer dafür. Das ist doch prima. Viel besser, als ich dachte. Besser als erwartet. Sehr schön, so mag ich es. Mhm. Wo auch immer das Ding jetzt gelandet ist. Wir könnten, das habe ich glaube ich ganz am Anfang auch mal gehabt, die Idee, wo ich jetzt hier gelandet bin. Zack, sofort eine neue Idee. Wir könnten das ja sogar zweietagig machen. Das heißt, wir könnten hier unten wenigstens noch so eine Brücke darüber schlagen. Aber ja, jetzt machen wir erstmal das eine fertig da oben. Obwohl, Brücke wäre jetzt gerade für uns gar nicht so schlecht. Wo wir da runter gesaust sind.
Naja. In der nächsten Folge wird es wieder besser laufen, hoffe ich. So mit der Aufnahme. Ich hoffe nur, dass wenn Shadowplay und Fraps zusammen aufnehmen, dass dann die Fraps-Folgen nicht zu sehr ruckeln, hoffe ich mal. Ja, aber zum Beispiel jetzt gerade, dass wir auf dem Desktop gelandet sind, das war kein CTD, kein Crash to Desktop, das war was anderes. Da, ja, dafür ist Shadowplay wieder ganz gut geeignet. Aber weil man so dann nämlich die Stelle gut rausschneiden kann, bei Fraps aber eigentlich auch. Wenn solange Fraps weiterläuft, ist es okay. Ich weiß nur nicht, wie die Aufnahme von Fraps dann an der Stelle aussieht. Denn Fraps nimmt normalerweise den Desktop nicht auf. Naja, ein Abenteuer, auf das ich mich dann nach der Aufnahmesitzung heute noch stürzen darf, in das ich mich da stürzen darf. Ja, da haben wir ein Wetterwechselgeschoss gerade vergeudet, wobei es sowieso Nacht wird. Aber egal, wir haben ja auch noch ein bisschen was gebaut. Da drüben der Gang ist schon mal fertig, das Ding ist fertig und dieses Teil ist soweit auch erstmal fertig. Wir gucken uns das natürlich von unten nochmal an, wie es dann von unten wirkt und aussieht. Und hier habe ich auch schon wieder eine Idee, wie ich das ganz gerne hätte. Ja. Probieren wir das mal aus, ob das so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Erstmal gucken wir, ob das Ding hier überhaupt reinpasst, halt dieses. Nein, leider nicht. Da müssten wir die Bodenbretter rausnehmen. Aber wir könnten versuchen, das einzusetzen, die Bodenbretter rauszunehmen, das hier einzusetzen und dann die Bodenbretter wieder reinzulegen. Manchmal funktioniert das nämlich. Aber das muss nicht unbedingt sein, wenn zum Beispiel hier eine Tür reinpasst, so eine. Dann könnten wir uns das sogar sparen. Wenn nicht, dann kann es sein, dass wir hier oben doch irgendwie so eine Art Balkon drumherum machen. Hm. So wird es wahrscheinlich dann eher sein, denn das bekommen wir nicht raus. Rein. Das hier würde ja sehr gut passen jetzt. Hier so ein durchgesprengtes Wellblechwandteil. Damit wäre ich sehr zufrieden an dieser Stelle, wenn das klappen würde. Vielleicht können wir das sogar hinbekommen, dass wir das Baumenü so ein bisschen wieder überlisten? Vielleicht? Nein. Dafür müssten wir hier unten. Moment. Wie haben wir denn das gebaut? Irgendwie sind wir hier ganz abgekommen von der mittleren Schiene. Das muss ja nicht sein. Wir wollten das doch so haben. Schön in der Mitte hier. Ja. Ich meine, ich habe doch gesagt, deswegen nehmen wir unten diese zwei halben Bodenplatten. Deswegen hat das funktioniert. Ich meine, das hat dann auch funktioniert an der Stelle. Wir haben es doch ausprobiert. Ach. Oh nein. Was habe ich gesagt? Geht doch nicht. Du. Ja, dann nein. Moment. Aber doch, so einen kleinen Trick können wir, glaube ich, hier anwenden. Ja, wenn man so will. Ich sag Puzzle dazu. Ganz gerne. Jetzt wird es klappen. Jetzt wird es nicht klappen. Warum? Faszinierend.
Was haben wir denn da gerade eingelagert? Was haben wir da unten rausgenommen? Das Teil? Ein Fenster? Wir werden den austricksen. Das kriegen wir hin. Ich glaube, hiermit sind wir schon mal auf der richtigen Fährte. Können wir hier nicht mal ein Geländer reinsetzen? Ich glaube, wir fallen da noch 20 Mal runter. War, war. Wir nähern uns unserem Ziel. Na also. Ja, damit das machen wir jetzt nur, damit das einigermaßen in der Mitte ist hier, dieses Rohrteil. Oh, und wenn ich das hier immer sehe, dann würde ich ja so gerne noch ein bisschen mehr experimentieren mit den Dingern. Warum machen wir das nicht, wenn ich das hier einmal sehe? Mal sehen, was wir da so rausholen können noch. Oh, in der nächsten Folge, da wird es auch etwas besser laufen. Ich werde mir Mühe geben, mir zu merken, nicht Shadowplay starten zu wollen, sondern nur Fraps. Und dann läuft es hoffentlich auch etwas ruckelfreier. So, wir sind aber am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.